Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so ein kleines Achievement gerade präsentieren. Heute geht es um ein Achievement, dass wir einmal unter Haustierkämpfe und dann Kampf finden. Und heute wollen wir uns das Achievement Drachkin-Kämpfer der Zaralak-Höhle anschauen und dafür müssen wir alle vier Meister mit jeweils einem vollen Team an Drachen-NPCs oder Pets besiegen. Und wir sind jetzt hier schon bei der ersten Meisterin, Mardai heißt die. Und da sind wir hier auf den Koordinaten 65, 50. Ich habe mir auch schon ein Team rausgesucht für sie. Und zwar switchen wir mal ins Pet Battle Fenster. Und dort haben wir jetzt schon einmal die Mobs, gegen die wir verwenden werden. Einmal haben wir da, Moment, ich habe den falschen rausgesucht. Moment, nicht den, wir brauchen nicht den nie alternden Bronzedrachen, sondern Bronzewelpling. Den brauchen wir einmal. Und hier wählen wir die erste Fähigkeit, dann die zweite und auch nochmal die zweite aus. Dann haben wir Juwelen besetzt, das Saphir-Welpling. Dann nehmen wir die erste, die zweite und nochmal die zweite. Und dann haben wir Jungler Grimmling-Flitzer. Und dann nehmen wir die zweite Fähigkeit, die zweite und die erste Fähigkeit. Gut, dann starten wir durch. Und zwar, dann gehen wir einmal rein. Also wir machen als allererstes das Kristallgefängnis. Dann machen wir Arcana Sturm. Dann können wir hier Arcane Schlitzen machen. Dann machen wir nochmal das Arkane Schlitzen. Dann machen wir wieder den Arkane Sturm. Seht, der macht ein bisschen AE-Schaden auf alle Pets. So, dann machen wir nochmal den Arkane Schlitzen. So, jetzt switchen wir zum juwelenbesetzten Welpling. Boggy rein. Dann machen wir hier wieder das Kristallgefängnis. Dann können wir den Arkanen Sturm aktivieren. Dann machen wir das Arkane Schlitzen. Und nochmal das Arkane Schlitzen. Der macht jetzt hier so ein bisschen AE-Schaden. Da kriegen wir schon relativ viel Damage. So, der stirbt auch. Dann kommt der letzte rein. Jetzt können wir wieder den Arkane Sturm machen. Na gut, der wird uns jetzt eh töten. Gut, da geht er einmal down. So, dann können wir hier einmal mit dem Grimmlingsflitzer einmal diesen Lebenstausch aktivieren. Und dann einmal das Mondfeuer. Hoffen wir mal, dass er hops geht. Ja, da geht er down. Und ihr habt gesehen, es war eine relativ knappe Sache, aber wir haben es einmal abgeschlossen. Und jetzt müssten wir den ersten schon mal abgehakt haben. Dann sind wir beim nächsten Meister, und zwar den Bezert. Und der befindet sich einmal hier unten bei den Koordinaten 52, 65. Ich habe mir schon ein Team rausgesucht, und zwar haben wir hier den altbekannten Chrominius, dann den ewigen Welpling und Donnerschuppen Welpling. Und von den Fähigkeiten sind wir bei 1, 1 und 2. Dann sind wir hier bei 2, 2 und nochmal 2. Und dann sind wir hier ebenfalls bei 2, 2 und nochmal 2. Und dann starten wir mal einmal durch. So, und zwar machen wir als erstes hier das Heulen an. Dann machen wir den Kraftzug. Damit müssten wir ihn eigentlich weglasern.
Zack, da geht er down. Jetzt haben wir die Problematik, dass wir zwei Runden lang nichts machen können. Heißt, ja, wir stehen da jetzt einfach nur. Ist aber nicht so wild. Jetzt können wir einfach den Biss draufhauen. Ein Viech haben wir ja komplett weggelasert damit. Und nochmal den Biss. Wir wahrscheinlich eh rippen wegen dem Strudel. Der hat genauso viel Schaden gemacht, wie ich Leben hatte. Nicht schlecht. Jetzt holen wir unser zweites Pet rein. Dann machen wir einmal Brüllen an. Dann machen, was haben wir hier? Achso, das macht doppelten Schaden, wenn der Benutzer Gesundheit hat. Okay, das machen wir nicht, also müssen wir Schwanzfeger. Wenn wir selber weniger Gesundheit haben als das andere Pet, dann müssten wir das hier reinhauen, das nächste, aber wir haben ja noch mehr. Deswegen ist das Käse. So, jetzt haben wir weniger Gesundheit, deswegen machen wir hier früher Vorteil. Dann den Schwanzfeger. Können wir das Brüllen machen, aber das werden wir wahrscheinlich eh nicht mehr durchbringen. Nein! Ich hätte jetzt hier noch ein Schild drauf. So. Dann machen wir jetzt als erstes den Donnerblitz. Dann machen wir als nächstes Blitzschlag herbeirufen. Müsste ihn jetzt eigentlich übelst aus dem Leben schießen. Ja, da ist er down. Und tada, auch den Fight haben wir damit abgeschlossen. Dann sind wir beim nächsten Meister. Und zwar haben wir den hier auf den Koordinaten 46, 81. Und gegen Orlok habe ich jetzt folgendes Team. Einmal den bronzener Rennenthusiast. Und den haben wir einmal mit Fähigkeit 2, 1, 1. Dann habe ich Juwelenbesetzter Onyx-Welpling. Den haben wir mit der Fähigkeit 2, 1 und 2. Und dann haben wir Sauri mit der Fähigkeit 1, 1 und 2. Gut, dann können wir einmal loslegen. Und zwar machen wir als erstes den Urschrein auf Cooldown. Dann können wir schauen, jetzt müssen wir mal gucken, der ist schneller als ich. Wir eigentlich hier den Kopfstoß als erstes reinhauen. Dann machen wir Hornkeil. Nochmal. Ah, das war sogar ein Crit. Wunderbar. Dann machen wir hier wieder den Ur... Obwohl wir, doch, wir machen den Urschrei als nächstes. Da wieder viermal den Debuff drauf. Dann machen wir den Hornkeil. Das nächste ist der Kopfstoß. Hornkeil. Hier Welpling raus. Jetzt müssen wir mal gucken, wer schneller ist. Ich denke mal, den kriegen wir weggehauen. Okay, wir machen hier Großdrachenruf, oder? Ja, okay, das hat funktioniert. Ich wollte nicht nochmal den Hit abkriegen. So, dann machen wir den Flammenatem, weil wir greifen das erste an. Ah, er hat uns gestunt. Das ist natürlich blöd. Passen wir einmal. So, jetzt machen wir die Onyx-Mauer. Dass er uns nicht einmal hitten kann. Wunderbar. Gut, jetzt muss ich einmal passen. Wird geblockt. Dann machen wir Großdrachenruf. Dann machen wir den Flammenatem. Reingehauen und nochmal den Flammenatem. YouTube, das letzte Pet haben wir gar nicht gebraucht. Wunderbar. Falls ihr das letzte Pet noch habt, dann könnt ihr mit zerfetzen, toxinischer Biss und dann verblassen von der Combo durchziehen. Aber gut, das haben wir ja so geschafft. Easy. Dann würde ich sagen, schauen wir zum nächsten. So, dann kommen wir zum nächsten Meister. Und zwar bin ich einmal hier auf den Koordinaten 37, 49.
Und dort haben wir in der Höhle, die quasi hier vom Weg aus zugänglich ist, unseren nächsten NPC. Und gegen die möchte ich mit folgender Combo kämpfen: dem Netherfeen-Drachen, dem jungen Grimmlingsflitzer und Chrominius. Und von den Fähigkeiten haben wir hier die 2, die 1 und die 1 drin. Hier haben wir die Fähigkeiten 2, 1, 1. Und dort haben wir die Fähigkeiten 1, 1 und 2. Und dann würde ich sagen, starten wir Der mal Tag der durch. Abrechnung wird kommen. Und zwar fangen wir jetzt einmal an mit dem Mondfeuer. Dann als nächstes der Arkanschlag. Wir hatten zwei Crits, das war jetzt lucky. So, jetzt kommt der hier rein. Da mache ich jetzt gleich mal Vergänglichkeit. Die Fähigkeiten sind immer ein bisschen random, wann was kommt. Wahrscheinlich wird er beim zweiten Mal den Kraftzug einsetzen, schätze ich mal. Nee, hat er nicht. Das ist natürlich jetzt belastend. Hat eine andere Fähigkeit eingesetzt. Macht er. Ah doch, der hat den Kraftzug eingesetzt. Perfekt. Muss er sich nämlich erstmal ein bisschen erholen hier. Alter, das war ein Crit. Ich war jetzt aber auch ehrlich gesagt ein bisschen lucky, dass ich die jetzt übelst weggekrittet habe. Okay. Also wenn der eine quasi vorher stirbt, ne, dann müsst ihr trotzdem bei dem zweiten Pet die Vergänglichkeit halt einsetzen, bevor er seinen Kraftzug macht, ne? Also am besten, ihr seid ja eh langsamer, als erste Fähigkeit einsetzen, dass er den Kraftzug quasi nicht abgeht. So, jetzt machen wir hier wieder das Mondfeuer als erstes. Hier brauchen wir eigentlich die Vergänglichkeit gar nicht unbedingt machen. Dann können wir hier den Arkanschlag wieder wirken. Nochmal. Mal drauf. Ja, jetzt wollen wir, oder? Ah, ne, sogar nicht mal. Und das letzte Pet haben wir gar nicht gebraucht. Wenn ihr natürlich nicht so lucky wie ich seid, dann könnt ihr bei dem Chrominius am Ende quasi noch heulen und dann Kraftzug einsetzen. Dann macht er nämlich 100% mehr Schaden. Das Heulen macht auch 700 irgendwas Damage. Dann macht er 1400 Schaden. Also da könnt ihr dann auf jeden Fall das letzte Pet wegschotten. Vor allem, das ist ja auch noch, sind ja auch noch Fliegende, ne? Macht dann noch mehr Schaden. Also das letzte Pet könnt ihr damit komplett einmal weg one-shotten, falls ihr es noch braucht. Gut, das war es auch wiederum mit dem Achievement. Dann haben wir jetzt hier die Drachen auch einmal abgeschlossen. Und ja, wenn ihr die anderen noch sehen wollt, dazu werde ich noch Videos machen. Zu Humanoiden hatte ich ja schon eins gemacht und da könnt ihr gerne reinschalten. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.